Moin liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Ja Freunde, heute gibt's für euch das neue Album Captain Fantastic von Die Fantastischen Vier. Das Ganze in der limitierten Fan-Edition zum Unboxing für euch von mir. Wie gewohnt. Ja Freunde, das Album Captain Fantastic ist heute erschienen. Das Ganze in dieser limitierten Fan-Edition. Also es ist keine Deluxe-Box an sich, sondern eine Fan-Edition. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so eine relativ kleine Box. Ihr seht's schon. Das einzige Problem, was ich jetzt gleich hier vorab habe, ist, Freunde, dass diese Box einfach mal 36 Euro kostet. Das ist ganz schön viel für so eine kleine Box. Also ich weiß nicht, ob jetzt so viel hier reinpasst, beziehungsweise hochwertige Sachen, ob man das hier reinpacken kann für, ja, für diese 36 Euro. Ich bin da gerade noch ein bisschen skeptisch, aber Freunde, wir werden uns das Ganze durch gleich zusammen anschauen. Vorab entferne ich natürlich die Folie, dann schauen wir uns das Boxdesign an und dann schauen wir natürlich auch mal in die Box rein. Übrigens, der Link zur Box, zur CD und zum MP3-Download gibt es selbstverständlich schon in der Videobeschreibung. Schaut einfach nach, holt euch das Album oder wenn euch die Box gefällt, dann holt euch natürlich auch die Box. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir starten mit dem Unboxing. Los geht's. Wir entfernen erst einmal die Folie. In der Zeit, liebe Freunde, könnt ihr mir gerne wieder was Nettes unten in die Kommentare schreiben. Oder nichts Nettes, je nachdem, wie ihr wollt. Ihr könnt mir einfach mal eure Meinung zu den Fantastischen Vieren unten in die Kommentare schreiben. So, die Folie ist ab und hier vorne haben wir einen Aufkleber drauf. Hier sind die Inhalte aufgelistet. Also limitierte Fan-Edition mit 32-seitigen Hardbook-Buch für mit vier Fotokarten und exklusiven Captain Fantastic Anhänger. Also, das sind die Inhalte der Box. Also, wie gesagt, ich habe schon gesagt, das können hier viele Inhalte sein. Ja, werden wir uns einfach mal jetzt die Qualität anschauen. Vorab schauen wir uns aber jetzt erstmal das Boxdesign an. So, Freunde, wir sehen, also wir lesen hier oben die Fantastischen Vier. Darunter haben wir hier irgend so ein mysteriöses Zeichen. Dann darunter lesen wir den Albumtitel Captain Fantastic. Das Ganze ist im Hintergrund zum, ja, Weltall. Also die ganzen Sterne sieht man da leuchten. Das Ganze ringsherum. Auf der linken Seite lesen wir die Fantastischen Vier, nochmal dieses Symbol oder Logo und nochmal der Albumtitel. Auf der Unterseite finden wir auch wieder nur Universum oder Weltraum. Auf der linken Seite, rechten Seite, auf der Oberseite ebenfalls. Hier oben sehen wir ein bisschen Milchstraße, so wie das aussieht. Und auf der Rückseite finden wir ganz oben gleich den Barcode. Das heißt, die Box gibt es natürlich auch im Handel zu erwerben. Schaut also danach, falls sie bei Amazon ausverkauft sein sollte. So, Freunde, wir schauen mal auf die Trackliste. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Songs sind auf dem Album enthalten. Okay, das werden wir uns nochmal auf der CD anschauen. Und hier hinten, wie gesagt, haben wir auch nochmal dieses Weltraum oder Universum. Ja, okay, einfaches, cool gemachtes Boxdesign. So, Freunde, schauen wir mal rein. Ich hoffe, dass ich krieg's ein bisschen scharf gestellt. Das ist hier gerade ein bisschen. So, also hier haben wir erstmal den, so wie es aussieht, den Anhänger hier drin, also zumindest so wie man es fühlt. Also hier ist der Anhänger drin. Dann haben wir hier dieses Fotobuch und die Fotokarten. Also hier wird die CD wahrscheinlich mit drin sein. Okay, ja Freunde, das war's schon. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist nie, ja gut, wir schauen uns das trotzdem erstmal an, Freunde. Also, das Fotobuch mit der CD da drin, der Anhänger, den schauen wir uns zum Schluss an. Und die Fotokarten, die schauen wir uns natürlich als erstes mal an. Da haben wir nämlich die vier Herren von den Fantastischen Vieren. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wer ist. Also das ist auf jeden Fall Smudo und das ist, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Also Smudo und Thomas D. Ja, Thomas D, genau. Die anderen beiden, so, also kenne ich jetzt vom Namen her, ne? Auf jeden Fall hochwertige Fotokarten, also ihr seht schon, wie das glänzt. Also das sind auf jeden Fall richtig hochwertige Karten. Rückseite ist unbedruckt. Und hier, liebe Freunde, hätte ich es richtig cool gefunden, wenn die vier Karten einfach mal unterschrieben wären. Das wäre doch richtig cool gewesen, wenn die Fantastisch Vier sich hingesetzt hätten und wirklich die alle einzeln unterschrieben hätten. Das wäre jetzt so richtiges Highlight gewesen. Schade, leider nicht. So hat man jetzt nur vier Postkarten. Die kann man hier, glaube ich, auch abtrennen, so wie das aussieht. Also könnt ihr euch, wenn ihr irgendjemanden nicht mögt, dann könnt ihr den einfach abreißen und wegschmeißen oder je nachdem, wie ihr wollt. Okay, also die vier Fotokarten, die sind auf jeden Fall schon mal wirklich hochwertig, da kann man wirklich absolut nichts sagen. So, Freunde, machen wir weiter mit dem Fotobuch und gleichzeitig auch, ja, mit dem Album. Ah, hier hinten haben wir nochmal die Tracks aufgelistet.
Also insgesamt 16, genau, hatte ich mich nicht verzählt. Feature-Gäste sind unter anderem Clouseau, Flo Mega, Tom Gebel und Damon. Okay, also Clouseau sagt mir auf jeden Fall was. Die anderen sagen mir leider gar nichts, die anderen Feature-Gäste. Das mit Clouseau habe ich mir auch angeschaut, das ist wirklich cool gemacht so. Da spielen die halt die Fanta 4, sondern Fanta 5, dass Clouseau mit einsteigt in die Gruppe. Das ist eigentlich echt, das ist wirklich ein hörbares Lied, das gefällt mir auch sehr gut. Also die anderen Lieder habe ich mir bisher noch nicht angehört. Ich werde mir das Album aber natürlich dann nach dem Unboxing mal komplett anhören. Auf jeden Fall, hier soll es also nicht um die Musik gehen, sondern nur um den reinen Boxinhalt. Okay, Freunde. So, schauen wir uns das Buch an. Das Cover kennen wir schon von der Box. Da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Da haben wir als erstes die Milchstraße und ein Auge. Okay. Dann haben wir noch ein Auge. Also die Fotos hier drin, das ist schon mal wirklich sehr hochwertig. Das sieht man von der Auflösung her. Okay, und jetzt kommen die Songs mit Songtexten. Das finde ich schon mal sehr gut. Da kann man ja nachschlagen. Da muss man nicht irgendwo im Internet suchen, wenn ihr irgendwie was nicht verstanden habt oder so. Dann könnt ihr hier ins Booklet reinschauen, beziehungsweise in das Fotobuch. Das finde ich immer gut, wenn die Künstler die Songtexte mit abdrucken. Das finde ich immer sehr gut. Das Ganze natürlich auch auf hochwertigem Fotopapier, würde ich jetzt mal sagen, oder hochwertig gedruckt. Zusammen genau mit Clouseau. Da haben wir die vier Herren. Sieht aus, als würden sie ja so Ostseestrand oder eine Straße lang laufen. Okay, das sind jetzt aber eigentlich bisher nur die Songtexte. Also heißt 32-seitiges Fotobuch oder Booklet. Ja, Freunde, also man hat hier wirklich nur die Songtexte größtenteils mit reingedruckt. Aber so ein paar Bilder oder so vielleicht von den letzten 20 Jahren oder so, das wäre doch cool gewesen. So, hier drücke ich jetzt nur. Hier haben wir nochmal ein Foto zwängs von den vier Herren. Also wie gesagt, das ist so irgendwo am Strand. Das aussieht. Noch mehr Songtexte. Wieder ein Auge und da kommt auch das Album. So sieht die CD aus. Wieder mit diesem Logo hier drauf oder dieses Symbol. Okay. Auf der Rückseite haben wir noch ein Auge. Und ja, das war's schon. Also das ist das Fotobuch. Also ich bin jetzt echt ein bisschen enttäuscht. Das Fotobuch hat man dafür genutzt, um die ganzen Songtexte reinzumachen. Also es ist quasi wie nur ein Booklet. Okay, das ist hochwertig gemacht auf jeden Fall, hochwertig gedruckt und so, aber ob man das dann gleich als Fotobuch werten kann, also meiner Meinung nach eigentlich nicht, wenn das paar Bilder drin gewesen wären, wie gesagt, aus den letzten 20 Jahren oder so. Oder aber irgendwie es ist es, ja, also mir gefällt, also mich überzeugt, das ist leider nie ganz. Ja, Freunde, also das ist gleichzeitig, wie gesagt, das Fotobuch und natürlich auch das, ja, die CD-Hülle. Kapitän Fantastic. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Okay, also wir haben erstmal das Album und das Fotobuch. Also ich bin jetzt wirklich schon mal jetzt wirklich sehr enttäuscht. Jetzt haben wir natürlich noch diesen Anhänger. Ich hoffe, der reißt sich jetzt raus. Aber ich vermute mal nicht, dass es rausreißt. Ja, also wie gesagt, ihr habt da nochmal so einen kleinen Beutel dazu, wo der Anhänger drin ist. Und das, liebe Freunde, ist auch das Symbol von der Hülle hier vorne drauf oder von hier. Also das ist auch der Captain Fantastic Anhänger. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Was soll ich zu sagen? Also ich kann nicht viel zu sagen, Freunde. Das ist das, was ich eigentlich erwartet habe. Dass eine Box, die kostet wie gesagt 36 €. Da erwartet man vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen irgendwas ausgefallen, irgendwas Cooles. Aber das, liebe Freunde, also das überzeugt mich absolut nicht, diese Box. Also wie gesagt, das ist der Captain Fantastic Anhänger. Wahnsinn, echt aufregend. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ja, also ich kann euch das alles nur noch mal in die Übersicht legen. Also, ihr bekommt in der Fan-Edition zum Album Captain Fantastic von den Fantastischen Vieren natürlich diese wunderschöne Box an sich, dann diesen Anhänger. Ja, es soll ein Anhänger sein. Also meiner Meinung nach ist das jetzt nichts Besonderes und ja, nicht wirklich was Kreatives oder Ausgefallenes. Okay, der Anhänger mit diesem kleinen ja, Beutel dazu. Dann das Album natürlich mit 16 Tracks
Und natürlich das Fotobuch ist hier mit drinnen mit 32 Seiten, wovon die 32 Seiten aber größtenteils mit den Songtexten bedruckt sind. Was ich, wie gesagt, wirklich extrem schade finde, ist mal so ein, zwei Bilder drinnen von den Jungs, aber sonst habt ihr nur die Songtexte. Und das ist dann halt mitgenutzt als Fotobuch. Also das finde ich wirklich sehr enttäuschend. Ja, Freunde, und dann habt ihr natürlich noch diese wirklich, also vom Druck her hochwertig, von der Qualität kann man absolut nicht meckern. Aber ja, es sind halt nur vier stinknormale Karten, die kann man sich irgendwo hinstellen. Wenn die wenigstens unterschrieben gewesen wären, dann wäre das wenigstens nochmal so ein kleines Highlight in der Box gewesen. Aber so, Freunde, ja, also das ist wirklich, ja, wirklich seit langem mal wieder eine wirklich schlechte Box, muss ich wirklich sagen. Von der Musik will ich nicht sprechen, da kann ich nichts zu sagen. Die Musik habe ich mir jetzt noch nicht angehört. Ich werde es mir natürlich hinterher trotzdem mal anhören. Also Fantastische Vier höre ich eigentlich nie. Also ist nicht so mein Musikgeschmack. Ich werde es mir auch natürlich trotzdem anhören. Vielleicht ist dafür das Album extrem gut geworden. Auch die Box, Freunde, ist wirklich eine reine Enttäuschung. Ich weiß nicht, was ihr als vielleicht als richtige Fan sagt, ob ihr sagt, ich gebe trotzdem die 36 Euro für aus. Dann ist das natürlich vollkommen okay, Freunde. Also wenn ein Fan sagt, mir ist das egal, ich höre mir trotzdem die Box, gefällt mir, dann ist das wirklich vollkommen okay, Leute. Aber falls ihr jetzt natürlich sagt, ich habe auch keinen Bock drauf, die 36 Euro auszugeben, dann, Freunde, holt euch wenigstens nur die CD. Die ist vom Preis her wesentlich günstiger und ihr bekommt nicht irgendwelche Müll für viel, viel mehr Geld. Also das ist nur meine Meinung. Was sagt ihr dazu, liebe Freunde? Schreibt mir das gerne mal unten in die Videobeschreibung. In die Videobeschreibung, unten in die Kommentare. Lasst mir natürlich auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr vielleicht das erste Mal ein Video von mir gesehen habt und in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr rechts unten in der Ecke meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Ansonsten, liebe Freunde, wie gesagt, also mein Fazit, ich kann euch leider keine Kaufempfehlung dafür geben. Nehmt das Geld lieber und holt euch das Album, wenn ihr die Fanta 4 feiert, und holt euch von dem Rest irgendwas anderes. Aber die Box ist wirklich nicht zu empfehlen. Wie gesagt, ist nur meine Meinung. Das war's soweit, liebe Freunde. Bis dahin, haut rein, euer Matze und ciao, ciao.